Die Dresdner Schwebebahn verkehrt von Loschwitz nach Oberloschwitz und überwindet dabei einen Höhenunterschied von 84 Metern. Sie beruht auf dem gleichen Prinzip wie die Wuppertaler Schwebebahn. Das bedeutet, das Traggerüst trägt die Fahrbahnträger. Auf den Fahrbahnträgern befinden sich die Schienen, auf denen die Wagen fahren. Im Unterschied zur Wuppertaler Bahn besitzen unsere Wagen keinen eigenen Antrieb, sondern sie werden wie jede andere Seilbahn durch ein Zugseil gezogen und über eine Fördermaschine zentral angetrieben. Die Wagen sind mit Schienenzangenbremsen ausgerüstet, die den Wagen im Ernstfall, sollte das Seil einmal reißen, auch auf kürzesten Wege zum Stillstand bringen. Die Antriebsmaschine wurde damals von der Schiffswerft in Dresden-Ibigau gebaut. Ihr Prinzip ist das einer Antriebsmaschine, der Kettenschlepper, wie sie im vergangenen Jahrhundert auf der Elbe verkehrten. Ein Prinzip, was, wie wir heute einschätzen können, sich 100 Jahre bewährt hat. Denn die Dresdner Schwebebahn ist nur 2 Monate jünger wie die Wuppertaler.